Am Kryptomarkt ist in einer Woche $1 Billion vernichtet worden. Der Bitcoin eingebrochen, auch Ether hat kräftig verloren, weil China Zahlungen mit Kryptowährungen ablehnt. Darüber spreche ich jetzt mit Arthur Brunner von der ICF Bank. Schön, dass Sie hier sind auf dem Frankfurter Börsenparkett. Ist das jetzt der Anfang vom Ende für Kryptos oder vielleicht sogar eine einmalig günstige Chance einzusteigen? Ich würde sagen beides, weil das Verbot von Kryptowährungen in China war gestern sozusagen ein Gamechanger. Das heißt, die Kryptowährungen in dieser Form werden auf Dauer, glaube ich, nicht überleben können. Die Krypto ist natürlich eine Zukunftssache, wird auch weitergehen, aber diese unregulierte Form, glaube ich, wird Probleme bekommen. Trotzdem ist es eine Einstiegschance, weil nach wie vor die Märkte sehr volatil sind und alle Akteure im Markt in diesen Kryptowährungen aktiv sind. Deshalb gibt es immer wieder Möglichkeiten einzusteigen und hier einen Move mitzunehmen. Und viele große Investoren sind ja eingestiegen, viele Banken planen Produkte, also die Technologie dahinter und Produkte in diesem Bereich sind doch schon im Kommen. Die werden kommen, aber ob es unbedingt Bitcoin sein muss, wage ich zu bezweifeln, weil auch wenn man sieht, dass Lösegeldzahlungen zum Beispiel in Bitcoin abgewickelt werden, ist auch damit zu rechnen, dass früher oder später andere Staaten auch noch diese bestehenden Kryptowährungen verbieten würden. Sind Rohstoffe da vielleicht eine bessere Alternative für Anleger? Wir sehen ja eine regelrechte Rallye und auch Gold ist wieder gestiegen. Ist das momentan was? Rohstoffe sind in der Tat im Moment eine Alternative, wenn man den CRB Composite Index anschaut, der 19 der wichtigsten Rohstoff-Futures beinhaltet. Er hat seit Beginn der Pandemie um 50% zugelegt und nach wie vor ist er in einem stetigen Aufwärtstrend. Also hier zeigt sich schon, dass das eine Alternative ist. Gold sehe ich weniger, weil mit steigenden Zinsen, was wir auch in letzter Zeit gesehen haben, wird Gold auch wieder unter Druck kommen. Schauen wir mal auf die Aktienmärkte. Der DAX hat mal wieder ein Allzeithoch geschafft, konnte den Höchststand aber nicht mehr halten und ging wieder ein bisschen zurück. Aber gefühlt laufen wir jetzt schon eine ganze Weile seitwärts. Was passiert da gerade an den Märkten? Ja, zum einen haben wir natürlich gute Fakten aufgrund der jetzt kommenden Öffnungen und der Entwicklung der Pandemie. Auf der anderen Seite haben wir natürlich an der Preisfront jetzt stark steigende Rohstoffpreise. Und das sorgt dafür, dass die Notenbanken auch nicht mehr so wie früher mit vollem Gas die Märkte unterstützen können, sondern vielleicht nur noch zu 3/4 auf dem Gasfuß steht. Und deswegen glaube ich, dass wir die ganz großen Sprünge nach oben auch nicht mehr machen können, sind aber nach unten auch gut abgesichert. Das heißt, durch den Sommer hin plätschert es weiter vor sich hin? Ja, die technischen Indikatoren zeigen an sich an, dass wir uns im Bereich zwischen 15,1 und 15,5 bewegen werden. Und ich glaube, auch aufgrund der Nachrichtenlage ist es durchaus berechtigt. Schauen wir mal auf Fußballanleihen. Diverse Vereine haben das oder brauchen es auch, weil sie durch die Pandemie natürlich Verluste haben. Wie ist da Ihre Meinung? Ist das interessant für Anleger oder was für Liebhaber? Ich glaube auch zum Teil auch für Liebhaber natürlich, für ihre Vereine, um sie unterstützen zu können, weil gerade die Vereine aus dem hinteren Tabellendrittel sind doch im Moment unter Druck. Aber ich nenne als Beispiel, wenn nur die Hälfte der Dauerkartenbesitzer sich für 2000 Euro eine Anleihe kauft, die auch attraktiv verzinst ist, dann werden die Vereine eigentlich schon gerettet oder was im Moment der Zeichnung ist. Also ist durchaus, die Anleger kennen das Risiko. Es ist nicht risikofrei, aber die Vereine müssen sich natürlich auch im Moment durch die Pandemie durchschaffen und das ist mehr als schwierig. Aber ist da auch Rendite zu machen oder ist, wenn der Verein im schlimmsten Fall absteigt, dann auch vielleicht alles weg? Es kann passieren, aber in der Vergangenheit, die Vereine haben doch große Unterstützung, wenn ich jetzt Werder Bremen sehe, steht natürlich jetzt noch der Abstieg eventuell im Raum. Es ist mit Risiken verbunden, allerdings erhält der Anleger auch eine Verzinsung zwischen 6 und 7,5%, das wird noch festgelegt. Und die Anleger wissen natürlich auch, was sie erwartet, also von daher ist das Risiko auch für den Anleger abzuschätzen. Jetzt nochmal insgesamt, wie sollten sich Anleger momentan positionieren und durch die nächsten Wochen und Monate gehen? Ja, wir haben ja eine Seitwärtsbewegung prognostiziert.
Und dementsprechend glaube ich auch, dass sich die Anleger positionieren sollen. Wir haben den Wahlkampf im Herbst, der bevorsteht. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit und vor allem Umwelt wird das bestimmen. Und ich glaube, auch die Branchen, die in diesem Bereich aktiv sind, werden besonders noch bevorzugt werden. Sagt Arthur Brunner von der ICF Bank. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal hier von der Frankfurter Börse. Alles Gute.